Ich kenne doch hier meinen Mauli Maulwurf. Was geht ab? Was ist das für ein Feeling, hier endlich wieder stehen zu können? Heute gibt es mal wieder eine Fußball-Challenge und die neuen Trikots sind sogar auch draußen. Ja? Das erste Mal mit den nagelneuen Trikots hier auf dem Fußballplatz. Maschallah, besser kann jetzt der Tag nicht mehr werden, so viel oder? Zu reden, denn ich habe auch was Neues, Freunde. Und zwar nagelneue, originale CR7-Schuhe. Da hast du mir gar nichts gesagt. Ich hab mein Geheimnis jetzt geklaut. Babu! Man sagt auch, CR7 hat damit Champions League-Finale gespielt. Echt? Ja. Die habe ich mir dann direkt gegönnt, Freunde, für die erste Challenge heute hier auf dem Platz. Oh mein Gott. Digga, was sieht irgendwie komisch aus. Das Nike-Zeichen ist doch gar nicht richtig. Du musst dich doch hier schon wieder veräppeln, Digga. Ja, das ist original. Das ist extra für CR7 so gemacht. Da haben die extra Digga, für den angefertigt. Ich vernichte dich trotzdem in dieser Challenge heute. Okay, endlich wieder Fußball. Lass ein Like da. Unbedingt. Ahoi. Bauarbeiter Eli auch wieder am Start. Geil. Stimmt, die Gang-Hoodie. Nicht schlecht. Guck das an, Alter. Kauft alle im Shop. Hey. Erstmal No Bounce hier zum Warmwerden, um zu zeigen, dass ich wieder da bin, Freunde. Hier, guck dir das an. No. Nein. Ah, zählt. Hand gezählt. Ich bin der Beste. Danke. Siehst du, wir sind auf dem Fußball. Ich bin No Bone, Alter. Kein Bone. Ich packe mir jetzt erstmal meine Schuhe. Fühlt sich gut an. Egal, wieder Knöchel gebrochen. Egal, ich vernichte dich trotzdem. Round the world, komm. Round the world willst du sehen? Ja, geil. Easy. Round the world. Ja. Kopper hier. Wow. Nix Ganze. Ja, der Micha hier. Ah, oh, mein Gott, Keller. Nix Keller bist du, Junge. Was Schuss denn da? Leute, schreibt jetzt mal in die Kommentare, mit welchem Fußballschuhmodell ihr spielt. Bei mir ist auf jeden Fall der Copper. Und bei dir sind es, glaube ich, die Fake CR7-Schuhe. Die sind echt, was willst du? Die sind überhaupt nicht. Ah. Komm, Junge, Fischerei. Holzi, schneller Ball auf den Eli. Komm hier. Perfect Touch. Perfect, Perfect Touch. Hast du gesehen? Ich hab wegen dem Hoodie hier. Kauft euch euch im Shop. Dann jetzt zieh. Ja, du hast ihn unnormal umgehauen. Ah, hab ich einen fetten Holz umgehauen? Schnelle Runde Latten schießen zu dritt, um direkt mal hier festzustellen, wer der coolste ist und wer die besten Schuhe anhat. Adidas versus Nike versus Ja, erster Schuss seit Jahren wieder, Alter. Da muss er direkt sitzen, ne? Okay. Jetzt, das wird der epischste Schuss aller Zeiten auf dem Fußballplatz nach Corona. Maulwurf muss unten sein. Nein! Nein! Traurig! Babu macht es jetzt wieder, Freunde. Das ist schon peinlich, Alter, dass ich jetzt mit dem CR7-Schuhen hier. Du, ich sag dir, du schaffst über den Zaun, Alter. Ja, alles raus. Jetzt machen wir ernst. Jetzt machen wir ernst. Also kein Späßchen hier. Okay. Ich hab gesagt, kein Späßchen, Alter. Es ist vorbei, ne? Ich hab meine Finger still. Moin! Ist der heftigste, Alter! Ich hab keinen Spaß, Alter! Ich versteh keinen Spaß! Eli ist der heftigste! Ich versteh keinen Spaß, Junge! Ich hab Karma kassiert. Hätte ich das nicht gemacht, hätte er nicht getroffen. Er ist der krasseste, der Bra. Also, erstmal jetzt ein paar Free Kicks. Das erste Mal nach, glaube ich, 3 Monaten wieder. Oh mein Gott, was für ein Gefühl. Ich hoffe, ich schieße keinen über den Zaun, Digga. Dahinter ist ein Tennisplatz an der Stelle. Free Kicks, wer haut die besten raus? Eli vs. Holzi vs. Spidey. Dafür würde ich einen Daumen nach oben geben, jetzt an der Stelle. Ich würde sogar auch. Aha! Let's go! Ganz sichere Kiste ist das. Hättest du mal direkt den Lukas mit rein? Komm, hau mal einen rein hier. Oh, der war geil gehalten, Junge. Hätte auch ein bisschen mehr im Winkel sein können, ne? Aber für den ersten Schuss kann man schon mal durchgehen lassen. Kann man machen, kann man machen. Komm, komm, zeig du mal, was du kannst. Aber schieß bitte nicht drüber, dahinter ist ein Tennisplatz, Digga. Nope. Ui. Allererster Schuss heute auf dem Platz, also Freischuss. Und auch mit diesen geilen Schuhen. Da kann ja nur was Geiles rauskommen. Das ist nicht fake, das ist einfach nur über euch drüber. Ich muss erstmal so machen. Ich muss ihm seine Liebe geben, ja? Jetzt geht er rein. Wow. Liebe gegeben, direkt in den Winkel gesprungen. Da, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Was mit euch? Okay, jetzt bin ich gespannt. Er wird doch nicht, nein, er wird doch nicht! Nope! Oh mein Gott! Man hat der Spidey aber auch gut pariert, muss man sagen. Eli spielt immer mit Uhr. Ich muss ja meinen Puls messen die ganze Zeit. Free Kickers, schaut zu und lernt was. Hey.
Hör mal, wer da hämmert. Der denkt jetzt, das war eben ein Sonntagsschuss, obwohl heute Freitag ist. Nee, Dienstag. Ah, Dienstag, ja. YouTube-Lifestyle, wir sind alle verwirrt. Der eben ging ja rechts oben, dann geht er jetzt links oben. Ich sag links unten. Ich kenne doch hier meinen Mauli-Maulwurf. Oh, oh mein Gott! Okay. Es läuft einfach voll, es läuft. Ich habe heimlich immer bei Corona trainiert, zusammen mit Cristiano. Keiner weiß das. Mit alles der Kraft der Gang, Bruder. Die ganze Gang gibt dir die Kraft für den Schuss jetzt. Guck mal, der. Was der macht, Alter. Hätte das bei mir gemacht, Junge. Einfach gegen die Birne jetzt. Jetzt ist vorbei, Lo. Jetzt vorbei. Guck mal, der Eli hat schon den klassischen Traumtorstand da. Der fliegt, der kleine Wellensittich. Egal, Cardio-Training auch wichtig. Eli hat ein bisschen zugenommen. Ich hatte die ganze Zeit Angst, den Ball von der Terrasse zu schießen. Also sind wir wieder auf dem richtigen Fußballplatz. Jetzt kann ich volle Kraft geben, Alter. Stimmt. Jetzt, das ist ja kaum mein Unterschied. Jetzt, wo du es sagst hier, ja, hast jetzt recht. Alter, jetzt lass die, ich lass den Tiger raus, Junge. Okay, ich bin der Elefant. Boah, Junge. Sag doch, ich lass den Tiger raus. Bruder, der wäre in eine andere Stadt geflogen, wenn da kein Netz wäre. Und wem habe ich zu verdanken? Cristiano und seinen tollen Schuhen. Oder Holzi hängt im Tor. Komm, drittes Raumtor. Auf kalt. Okay, okay, dann mach ich das, Digga. Kein Thema für mich, so weißt du. Ja, klar. Ready? Komm. Nope. Hui. Ah gut. Hab ich gesagt, dass ich jetzt jeden traumhaft reinmache? Nein, aber ich habe auch schon zwei Traumtore. Dann brauche ich das auch nicht. Okay. Was machst du denn jetzt für einen Shot hier, Eli? Ich bin so geladen, dass ich jetzt einen geladenen Tor mache. Wolltest du jetzt auch mal einen reinmachen? Ach du Schande. Haben wir jetzt nicht während der Corona-Phase abgesprochen, dass wir solche Tore nicht mehr machen? Kann man nicht reinnehmen. Flieg mit den Haaren davon. Letzter Freischuss, Freunde. Eli Brabra im Tor. Eigentlich ist es schwerer, jetzt daneben zu schießen, ne? Alles oder nichts. Was? Einfach im Letzten nochmal. Leute, stimmt ab. Welches war das krasseste Freistoß? Alter, jetzt. Hashtag Spidey, Hashtag Holzi oder Hashtag Eli. Also. Ja, den letzten Hashtag können wir vergessen, aber der war auch sehr sexy. Mashallah. Hashtag Eli, oder? Stopp. Challenge Nummer 2, jetzt bisschen Freestyle. Boah, Junge! Bisschen Freestyle, Eli, Volley, Rabona. Was er machen will. Oh, Street Holzi zeigt wieder. Gesehen? Seine Künste. Und mal schauen, wer jetzt die Traumtore raustasselt. Ich glaube, gegen die Schuhe kommen die Jungs nicht an, Alter. Erstmal so trockene Latte. Oh, Junge, ganz trocken, Junge, ganz trocken. Leider nicht drauf gewesen. Ja, warum habe ich Vogelkacke an der Hand? Ja, baller ihn! Alter, Schäfchen Eli, wer hätte das gedacht? Ich bin Löwe, Junge! Was? Löwe, Junge! Jetzt haben wir ja gezeigt, wie es nicht geht. Deswegen. Ich fasse es aber nicht, dass wir einfach auf dem Fußballplatz wieder sind. Das ist geil, so, ne? Geil, ja. Ich glaube, ich habe eine Latte. Okay, ich auch, Alter. Ich nehme den jetzt direkt, Alter. Den Eli oder den Ball? Erst den Ball, dann den Eli. Ui! Ja, nicht drüber. Ich bin so geil, Alter. Oh, schöner Wurf von Eli. Und Holzi kann den Ball noch nicht annehmen. Perfekt. Oh. Stark. What a save! Cool. Jetzt schalte ich erstmal einen Gang höher. Oh, ey. Wer nicht mag, der nicht gewinnt. In dem Fall habe ich verloren. Meine Ehre. Genau, deswegen bist du auch dort sehr gut aufgehoben. Und den einen oder anderen Knochen. Ich habe dem Ball nicht genug Liebe gegeben. Stimmt. Ich hätte den vorher nochmal so, oh, Alter. Ja, stimmt. Soll ich machen? Ja. Wir sind wieder da. Oh, schöne Verwertung da. Oh, auf der Linie. Junge, ich wollte schon feiern, hat er dich doch noch mal kurz hops genommen. Aber war stark. Der Traumtor war noch nicht dabei. Ist noch nicht CR8 würdig. Ich will ja der Nachfolger von CR7 werden.
Mal drüber. Ich will ein schönes Traumtor sehen. Wenn nicht, dann nicht. Ja, moin. Ja, dann nicht. Nope. Oh mein Gott! Nein! Oh, Eli ist da. Oh, was? 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Fuß tut schon weh, Freunde. Die Gummistiefel-Bauklötze hier. Stimmt, hast du noch gar nichts dazu gesagt. Spielen die sich denn gut? Oder nein, ich weiß nicht, wie Ronaldo das macht, ganz ehrlich. Der muss kranke Füße haben, Alter. Für mich ist das nix, aber trotzdem baller ich den noch mal in den Winkel. Okay. Da muss, ja, da muss doch das Rotatos-Trikot. Oh, Paris. Paris wahrscheinlich. Bruh. Ah, ich kann nicht mehr, Freunde. Das war's mit der Challenge. Hast du auch ganz gut abgeschnitten. Da waren einige Dinger dabei. Ich hab euch zerstört, sind wir mal ehrlich. Aber mein Fuß ist auch zerstört, Alter. Und guck mal, ich komme gar nicht raus. Geht noch? Geht noch? Eli. Physiotherapeut Eli. Check die neuen Trikots ab, Freunde. Mashallah, check den neuen Hoodie ab. Lass ein Abo da, lass ein Like da. Und ich geh's raus. Ciao. Hauen Sie rein.